Weißt du, die meisten Menschen machen sich über das, was sie denken, wenig Gedanken. Sie denken einfach so vor sich hin. Da kommt allerlei angeflogen und sie denken das, hängen irgendwelchen Dingen nach. Und das ist mitunter sehr zerstörerisch. Das Hauptschlachtfeld deines Lebens findet in deinem eigenen Denken statt. Das Denken entscheidet, ob du in Niederlage lebst oder im Sieg. Schau, der Feind gibt beispielsweise Gedanken dir in dein Denken hinein wie Ehebruch oder Scheidung oder Betrug oder eine Unehrlichkeit. Irgendwelche sündigen Taten. Und wenn du dann dem nachgibst und das denkst oder gar durchdenkst, dann wird es immer stärker. Und je mehr Raum du dem in deinem Denken gibst, desto mehr wirst du davon eingenommen. Beispielsweise ein Ehebrecher. Der wird nicht einfach durch die Tat plötzlich so zum Ehebrecher. Er hat das etliche Male durchdacht, in den Gedanken durchgespielt. Die Möglichkeit, sich einfach sozusagen im Denken geöffnet. Und wenn es dann tatsächlich eine Gelegenheit gibt, passiert es fast wie automatisch. Deshalb ist es wichtig, dass du Autorität über dein Denken nimmst. Und das ist interessant. Du hast die Möglichkeit, dein Denken zu bestimmen. Du allein entscheidest, was du denkst und was du nicht denkst. Du bist der Herr über dein Denken. Du hast Autorität darüber. Und du musst lernen, gewissen Gedanken vom Feind einfach keinen Raum zu geben, denen zu widerstehen. Am besten ist, wenn du laut aussprichst, stopp, im Namen Jesu, ich werde dieses nicht denken. Ganz besonders ist es, was die Gedanken über dich selber, deinen Weg, deine Möglichkeiten, deine Fähigkeiten, deine Berufung und so weiter betrifft. Da versucht der Feind dir sonst was an negativen Gedanken zu geben, die dich davon abhalten, in das Eigentliche hineinzugehen, was der Herr für dich hat. Deshalb ist es wichtig, was denkst du über dich? Denn dein Leben wird genau deinen Gedanken folgen. Das, was du über dich denkst, das wirst du aussprechen, das wirst du empfinden, das wirst du sehen. Und genau dahin wird sich dein Leben bewegen. Die Bibel sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Erneuerung des Denkens, Erneuerung deines Sinnes. Prüfe einmal, was du so denkst. Entspricht das wirklich dem, was das Wort Gottes über dich sagt? Ist das wirklich etwas Gutes, wo du merkst, dass es von Gott? Oder ist da allerlei Negatives dabei, was der Feind dir dazwischen gestreut hat? Dann möchte ich dich ermutigen, anzufangen, Autorität über dein Denken auszuüben. Und wenn du merkst, dass du in einem Denkprozess drin bist, dass du ihn unterbrichst und sagst, im Namen Jesus, stopp, ich werde das nicht weiterdenken. Das wird am Anfang vielleicht etliche Male noch notwendig sein, aber du wirst merken, je mehr du das tust, desto mehr wirst du frei. Und du kannst anfangen, in die richtige Richtung zu denken. Wenn du das Richtige denkst, wird dein Leben in die richtige Richtung gehen, die der Herr für dich vorbereitet hat. Wenn du das falsch denkst, was der Feind über dich sagt, dann wird dein Leben in die falsche Richtung gehen. So einfach ist das. In dem Sinne, lass dich erneuern in deinem Sinn. Denke richtig, denke so, wie Gott es sagt. Und das findest du in der Bibel. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.